Oda Lake, Merado Akish. Iruki Horota, Lidero Kieto. Mega Iran Tuga, Nado Megus. Medea Kira, Lukuki. Lurani Lukuza, Delphi Kito. Ja moin Leute, Leo und damit herzlich willkommen zurück nach langer Zeit zu Monster Hunter Race. Mit dem Joining und dem Guy. Hallo. Ein neues Monster ist da. Der Velkana, ein Monster, das es bei World gab und sehr viele Leute gehasst haben, weil er so endschwer gewesen war. Ja. Ich habe gehört, heute müssen wir uns warm anziehen. Davon gehe ich aus. Ich mach Fernkampf, er macht Nahkampf und ich lach ihn aus. So sieht der Plan heute aus. Ja, ich bin was anderes als Nahkampf. Aber ihr kennt das ja, wir suchen uns jetzt erstmal Sachen zusammen. Also wir sehen uns gleich erstmal wieder, ne? Ach ja, im Übrigen, falls ich noch nicht erwähnt habe, hier die heutigen Fotos. Wir machen ja immer so einen Fotowettbewerb. Stimmt ihr in den Kommentaren ab, wer gewonnen hat? So Leute, da ist das neue Monster. Das neue alte Monster. Der Velkana. Er mag uns nicht. Aber ich mag ihn. Und zwar als mein Reittier. Haben wir uns vorher abgesprochen, dass wir ihm vorher mit der Marionettenspinne auf den Rang hetzen. Bin gespannt, was der für Reitangriffe hat. Der ist auf jeden Fall sehr schnell. Ich sehe nicht, was ich tue. Da ist eine Wand. Die Angriffe sind sehr interessant. Los, Velkana, nutzt Tackle! Nutzt Eissturm! Er konnte nicht mehr schnell genug drehen, aus irgendwelchen Gründen. Ich habe gehört, wir wollten Rajangmatte eigentlich mitnehmen. Nee, wie, so oder so, die Zuschauer haben gesehen, wie das Vieh Reitangriffe macht. Vielleicht kommt ja ein Vieh bei ihm vorbei. Hey, komm her, mein großer Freund. Ich hab was Schönes für dich. Nee, glaube ich auch nicht. Der verarscht uns. Ja, der kam ja auch gerade eben bei meinem Reitangriff einmal zustande, so ein Wand. Da war es schon mir irgendwo klar. Ich hab die Bomben vor allem von den Käferern gesehen. Ich sehe wo. Wenn du ihn abklingst, dann schließe ich mich diesem Plan an. Ich weiß nicht, wieso sie in die Luft geflogen sind. Er muss sie gestriffen haben. Kann ich ihn in seine eigene Eiswände eigentlich schleudern? Komm, ich will dich mobben. Wir mussten es ja mal testen. Wäre doch lustig gewesen. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass sich die World-Spieler beschweren, weil der Velkana nicht so stark ist wie damals. Ich kenne das nämlich. Der Velkana war bei World extrem stark. Ja. World habe ich ehrlich gesagt auch nicht gespielt, aber ich habe Videos geguckt. So, du kriegst jetzt mein Weifenfeuer in deine dicke Visage.
Ich finde den Angriff schön. Ich gehe schon mal auf die Kamera. Ich warte aber noch, bis der so richtig Rage-Status hat. Da kommt bestimmt noch eine schöne Attacke zustande. Aua. Der piekst mich die ganze Zeit. Also mit den beiden Eiswänden hättest du ja stehen bleiben können. Das wäre auch ein schönes Foto gewesen. Muss meine Streumunition noch rausschießen. Aber nicht, wenn da eine Eiswand in meinem Gesicht ist. Ich glaube, jetzt ist er wütend. Ja, jetzt kann dann den Weg. Wo willst du hin? Gib mir mein Foto! So, ich habe ein Haustier. Das wirst du jetzt kennenlernen. Das war ein cooler Angriff. So, erstmal geben wir dir eine Wasserpest. So, diesmal habe ich den Briten richtig hinbekommen. Im Übrigen, es gab ja zwei Monster bei der DSC-Welle jetzt, ne? Das andere ist der Waldrax in erhobener Gestalt. Den machen wir eventuell tatsächlich auch noch, obwohl der eigentlich eine Kopie ist, weil wir ja noch eine Revanche gegen den Onscreen brauchen. Er hat uns damals ja fertig gemacht und das können wir doch nicht auf uns sitzen lassen, ne Kai? Ich habe zwei Fotos und eins spare ich mir noch auf, falls noch was Cooles kommt. Ich habe schon mal zwei Fotos auf jeden Fall, Leute. Der Schweif gehört übrigens ganz dir, ne? Ja, aber ich bin dran. Aua! Ich muss erstmal heilen. Jetzt kann ich ihn auf den Kopf schießen. Ich habe sogar die richtige Muni dafür. Ich muss nur näher rankommen mal. Rede ich nicht um mich herum. Das ist illegal. Waffenfeuer in die Flügel rein! Okay, die Flügel sind schon mal gut geschadet. Ich habe aus Versehen mein Waffenfeuer statt dem anderen gezündet. Ich glaube übrigens, ich weiß, wovon ich mein drittes Foto machen will. Dafür muss ich aber näher dran sein. Oh, ich finde das schön, wer die Map auch ein bisschen beeinflusst, falls das siehst. Wenn er halt so andere Viecher trifft. Das sieht richtig geil aus. Ich hab das Endprodukt gesehen. Jetzt hätten wir noch mal die Chance. Ich gehe auf die Flügel. Ich mach die Flügel, du machst alles andere. Und na gut, eventuell mache ich auch den Kopf. Wo ist denn der Affe? Ach, der ist schon wieder gegangen. Autsch! Der macht gut Schaden.
Also Leute, freut euch noch. Ihr kriegt auch noch das andere Vieh zu sehen. Auch wenn es nur ein erhobener Drachen ist, das heißt, die Revanche gegen den Waltrax geben muss einfach drin sein. Und natürlich machen wir auch da noch den Fotowettbewerb. Das ist ja wohl auch klar. Warum nutze ich nie meinen Konterschuss? Jetzt kannst du ruhig herkommen. Er hat wunderschöne Flügel. Oh, ich habe nicht gesehen, dass da einer in mir gespawnt ist. Das wäre auch ein schönes Foto gewesen. Ha! Damage fällt. Der Feigengeber war gut gesetzt. Keine Sorge, Leute, wir wissen schon, was wir tun. Meistens. Ach, schade, davon hätte ich so gerne ein Foto. Okay, ich habe 3 Fotos. Ich bin auch fertig. Ach, du hast ja Leben. So schmeiß ich das Lebenspulver raus. Bei mir habe ich auch gerade eben gedacht, lieber gutes Foto als am Leben bleiben. Der Foto-Wettkampf ist uns wichtiger als der Gegner, Leute. Okay, ich habe die Flügel, insofern die sich den Damage teilen. Merkst du den Unterschied zwischen den Flügeln? Ich habe einen auf jeden Fall gerade gebrochen. Seht das denn? Ich glaube, in der eine Flügel hatte ganz leichte Risse. Um Gottes Willen, halt mich auf. Halt mich auf. Oder lock ihn her. Ich wurde aufgehalten. Es ist passiert, was ich wollte. Ich hatte auch so sehen die falsche Munition. Jetzt wollte ich den Konterschuss machen und war nicht schnell genug. Lass mich, ich schmecke nicht. Auch wenn ich Mr. Köstlich heiße. Läuft doch. Nebenbei, fragt nicht, ob wir hier das Spiel mit Randoms oder so spielen. Wir spielen das Spiel hauptsächlich gemeinsam, weil Randoms in dem Spiel halt wirklich extrem nervig sind. Beziehungsweise wir spielen das Spiel nicht mit Community, weil das wurde ja schon oft gefragt. Und ich wollte da nochmal drauf eingehen. Ich hab's gesehen, denn ein HP-Stand sieht sehr niedrig aus. Zumindest habe ich ihm bald beim Feuer ins Gesicht gegeben. Ist doch auch gut zum Perforieren vorhanden, oder? Ja, dich kann man gut perforieren. Geh ruhig da oben, ich treffe dich trotzdem. Aua. Ich musste bisher keine einzige nutzen. Meine Frostabwehr ist ganz gut. Jetzt nicht veralbern, du blödes Biest. Das war der Schädel. Ich guck gerade die Flügel an. Ich will sehen, was da gebrochen ist. Aber ich erkenne den Unterschied nicht.
Erkennst du, was gebrochen an den Flügeln jetzt aussieht? Nein. Ich habe auf jeden Fall in der Richtung was kaputt gemacht. Kannst du mal bitte blind sein? Ich sagte blind! Danke! Schön, dass wir uns verstehen. Der mag es, diesen Strahl zu verschießen. Schau mir zu. Der muss ganz gut sein hier gerade. Oh, guck mal. Er kommt, um uns zu helfen. Brave Katze. Ich komme nicht mehr an ihn ran. Ich jetzt auch nicht mehr. Jo, da sind wir wieder beim Veganer. Ich werde erstmal aus der Luft geeist. Ich kann man so schön perforieren, weil du so schön länglich bist. Das ist so schön. Ich will nochmal erwähnen, ich habe jetzt nicht den Unterschied gesehen zwischen kaputten und ganzen Flügel. Und ich halte halt wirklich volle Kanone drauf. Hast du eigentlich deinen Job mit dem Schweif mal? Hallo, ich komm nicht dran. Was will der denn hier? Das wäre eine gute Idee gewesen. Ja genau, du hast kein Recht auf dem Himmel zu sehen. Du darfst nicht fliegen. Die Eisfälle kamen unpraktisch. Und du hast deinen Job eben noch nicht gemacht. Soll ich mal mit Schweifmunition auf den Schweif ballern? Eventuell hilft dir das ja. Die mögen den nicht. Diese Eisegner da, die mag ich nicht. Dass die explodieren. Das finde ich gemein. Er wollte, sagt wohl, say what? Also diese Eisfälle sind einfach nur dafür da, uns im Weg zu stehen. Verstehe ich das richtig? Und die explodieren, wenn wir sie berühren. Ja, schöner Mist. Ich glaube, dass die Flügel sich übrigens den Bruch geteilt haben, weil ich habe beide Flügel angegriffen und der andere ist nicht gebrochen. Also ich denke mal wirklich, die teilen sich den Bruch. Immer mit Profis, die ihren Job erledigen. Also ich kann verstehen, warum die World-Spieler den unangenehm gefunden haben, aber ich finde, so schlimm ist er nicht. Tot.
heute nochmal reingießen. Ja, Leute, das war der Vekaner, ne? Es wird noch eine Folge mit dem ultimativen Waldhax geben, also den abgehobenen. Ja, ich weiß, die heißen Erhobene, aber wie nennen sie Abgehobene? Verspottet uns nicht. Mal gucken, was das Heißschwert von dem. Das ist garantiert ein Eisschwert. Ja, ich habe da schon in die Waffenliste geguckt, da ist eine Eisklinge dazugekommen. Ja, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder beim Waldhax. Tschüss!